Oh. Ich dachte eigentlich, ob wieder irgendeine Nachricht kommt, aber... Ah, da. Dateneinspeisung, Sequenz erhalten, Quelle unbekannt. Ich bin jetzt in ein neues System gerade mal gesprungen. Und genau diese Nachricht hatte ich schon mehrmals. Und ihr seht da unten die Säuberung Atlas-Sequenz 3 von 16. Und dann gibt es noch eine Nachricht von Apollo. Hier ist ja richtig was los heute. Schauen wir mal. Hallo Leute, der Sorero hier. Willkommen in die nächste Folge No Man's Sky. Ich bin eigentlich hier immer noch auf dem Weg des Atlas. Nein, halt falsch. Den da. Ja, und will zur nächsten Atlas-Schnittstelle. Das ist aber ganz schön weit auf der Karte. Ich hatte jetzt schon zweimal so eine komische Übertragung. Nicht wirklich. Also da stand nur, dass es irgendeine Übertragung gab, aber es gab jetzt keine Daten oder sowas oder nichts zu lesen. Und das könnte was mit dem, was rechts unten steht, zu tun haben. Die Säuberung Atlas-Sequenz 2 von 16. Ich weiß nicht genau, was das bedeutet und ob ich nicht vielleicht doch mich eher aufmachen sollte ins Zentrum der Galaxie. Ich hatte einmal so eine Auswahl, zu sagen, willst du, wo willst du, was willst du jetzt machen? Willst du ins Zentrum der Galaxie weiter oder willst du den Atlas, der Atlas-Schnittstelle folgen oder ich glaube dich einfach frei umschauen oder so? Und dann habe ich gesagt, naja, ich will die Atlas-Schnittstellen finden. Bin mir aber gerade nicht so sicher, ob das wirklich so sinnvoll ist, ja. So, den war unentdeckt, auf dem hier war ich schon, ja. Also, ich werde jetzt einfach, was ich machen werde, ist, wir gucken mal kurz in die Galaxiekarte, ja. So, die nächste Atlas-Station, ja, ist 1, 2, 3, 4 Sprünge entfernt. 4 Systeme entfernt, ja. Das ist ganz schön viel. Warte mal. Ich gehe mal wieder zu meiner Position zurück. Und das Herz der Galaxie ist wahrscheinlich viel, viel mehr. Ich habe keine Ahnung, wie viel. Also es ist viel weiter entfernt. Das sind gerade mal 460 Lichtjahre. Und das sind 705.442 Lichtjahre. Also das ist eigentlich auch nicht so richtig was. Frei erkunden, okay. Schwarzes Loch. Müsste ich jetzt nicht, wo ich hin müsste? Kein schwarzes Loch gefunden. Atlas-Station. Das ist eigentlich das Einzige, wo ich jetzt noch sage, das macht Sinn. Warp nicht möglich. Sagen wir jetzt nicht, ich habe keinen... ich habe keinen... Kein Warp-Dings mehr. Ja, ich habe nichts mehr. Okay. Dann mache ich jetzt hier mal Pause. Ich werde das jetzt auch in dieser Folge so machen, dass ich die nicht durchgängig aufnehme, sondern immer wenn irgendwas Interessantes ist, dann hole ich euch dazu. Zum Beispiel wieder so eine komische Sequenz kommt und dann schauen wir einfach mal weiter. Und ich werde jetzt hier mal auf diesen Planeten gehen und gucken, ob ich alles für den Warp-Drive da zusammenkriege. Ich hoffe. Und dann melde ich mich wieder, wenn wir irgendwo sind, entweder bei der nächsten Atlas-Schnittstelle oder zwischendurch irgendwas kommt, mal gucken. Ich weiß es selber noch nicht so genau, ich kann es gerade nicht einschätzen, aber ich versuche gerade den Prozess mal ein bisschen zu beschleunigen und jetzt hier nicht ewig durchs Universum zu düsen. So, wir sollten vielleicht mal das machen, sonst kommen wir nie an diesen Planeten an. Also dann, bis wann auch immer, ja? Oh, ich dachte eigentlich, ob wieder irgendeine Nachricht kommt, aber... Ah, da, Dateneinspeisung, Sequenz erhalten, Quelle unbekannt. Ich bin jetzt in ein neues System gerade mal gesprungen. Und genau diese Nachricht hatte ich schon mehrmals. Und ihr seht da unten die Säuberung Atlas-Sequenz 3 von 16. Und dann gibt es noch eine Nachricht von Apollo. Hier ist ja richtig was los heute. Schauen wir mal. Ich habe deine Nachricht erhalten, wenigstens einer. Das ist ziemlich viel auf einmal. Eine Simulation. Nichts ist real. Irgendwie fühlt es sich so an, als würde das keine Rolle spielen. Nicht, wenn wir ohnehin sterben. Und ich habe darüber nachgedacht. Wenn ein Hilferuf des Atlas der Grund für die Probleme dieses Universums ist, dann ruft er schon sehr lange nach Hilfe. Diese 16 Minuten. Ich wette, uns bleiben noch Jahre, bevor wir sterben. Fragen wir mal, was er vorhat. Ich habe lange darüber nachgedacht, darüber, dass wir uns nicht treffen können, obwohl wir uns scheinbar am selben Ort befinden. Ich glaube nicht, dass wir hier am selben Ort waren. Ich glaube, diese Portale, die teleportieren uns nicht. Sie transformieren uns, die schneiden durch Dimensionen. Das denke ich zumindest.
Anders lässt sich das all das nicht erklären. Und wenn die Mauern zwischen den Welten wirklich fallen, vielleicht können wir vor der Apokalypse doch noch mal einen trinken gehen. Na, dann sagen wir mal und tschüss. Okay. Ich verabschiede mich und sage Apollo, dass ich auf dem Weg zum Zentrum bin. Er sagt mir, dass er versuchen wird, vor mir dort zu sein. Wir sprechen über unsere gemeinsamen Erinnerungen, obwohl wir uns noch nicht besonders lange kennen. Uns nie getroffen haben, meint er, er sei stolz, mit mir zusammengearbeitet zu haben. Gleichfalls. Leb wohl, mein Freund. Genau. So, okay. Ja, da bin ich in einem neuen System gelandet, mal wieder. Ein frostiger Planet haben wir hier. Was haben wir noch? Ein Gamma-intensiver Planet. Hier irgendwo war noch ein Mond oder sowas. Oder ist das ein Mond oder ist das ein Planet? Ja, ein Mond. Scannen wir den mal auch noch. Sengend heißer Mond. Okay. Schön. Da hinten gibt es noch irgendwas, aber das sehe ich gerade nicht. Gut. Ja, wie gesagt, ich werde. Ah, nee, halt, hier ist noch was. Gucken wir mal. Ist das? Ausgetrockneter Planet. Okay, Leute, ich werde mich dann weitermachen auf dem Weg. Ja, eigentlich den hier. Gucken. Sprich mit Polo. Jetzt können wir mal gucken. Genau. Ha! Das können wir mal noch machen. Mal wieder mit Polo reden. Obwohl ich. Also, ich finde, die Gespräche sind immer sehr. Naja, wirklich, wirklich was Interessantes erfahre ich eigentlich nicht. So nach dem Motto, ah ja, wissen wir auch schon. Ja, schauen wir mal. Oder so wirklich hilfreich ist es jetzt auch nicht. Also irgendwie, naja, wir gucken mal. Das machen wir mal und dann werde ich hier, also ich habe es jetzt immer so gemacht, so einen Planeten habe ich tatsächlich, auf dem bin ich gelandet, dass ich ihn wenigstens auch entdeckt habe, was in dem System, was da. Und dann gucken wir mal. So, hier ist wieder irgend so ein irgend sowas. Zumindest mal ein Gewehr. Klasse A. 24 Plätze. Können wir ja mal vergleichen mit unserem. Wir haben 23 und Schaden ist gleich. 14. Scanner ist schlechter. Also meins ist besser. Sorry, aber also hat einen Platz weniger, aber ist eigentlich besser. Okay. Na gut. Da will ich gerade nicht hin. Da gibt es diese Quecksilber-Sachen. Da ist ein Quacksalber. Wie war deine Reise, mein Freund? Wollen wir etwas über die Entdeckung erzählen? Was auch immer, wir erzählen einfach. So, wer das lesen will, ich lese es jetzt mal nicht vor. Der kann das dann einfach selber lesen. Ja, ich lese es einfach nur so für mich, weil so richtig irgendetwas stimmt mit diesem Universum nicht, mein Freund. Ja, wir müssen herausfinden, warum. Ich soll gegen die Piraten kämpfen, die in den Systemen sind. Okay, Lebenserhaltungsmodul. Raumschiffe für Polo zerstören. Das ist ja mal was anderes. Ja, warte. Nee, ich soll das mit ihm. Wahrscheinlich habe ich die alles schon gemacht, diese Quests. Daten übertragen. Minimal-Raumschiff-Technologie. Mal sehen. Gucken, ob ich irgend so noch so einen Antrieb kriege, mit dem ich noch andere Systeme erkunden kann, aber nicht. Ich glaube, ich kriege immer von dem ein Raumschiff-Schildmodul C. So, achso, nee, ja, genau. Und warum muss ich dreimal mit dem reden? Aber jedes Mal. So, weggehen. Okay, bla bla bla. Dauert jetzt wieder 2 Stunden. Ihr seht schon, dass ich das nicht alles immer direkt hintereinander spiele. Durchaus auch mal eine Pause mache, mal was anderes mache, einkaufen gehe, rausgehe und also aktuell das Wochenende. Aber eben nicht. Ich sitze jetzt hier nicht unbedingt 4 Stunden vorm Rechner und spiele hier unten einen weg. No Man's Sky. So, okay. Ich denke, ich werde mich auf den Planeten begeben und wir sehen uns dann wieder, wenn es weitergeht. Nächstes System oder was auch immer. Mal gucken. So, da bin ich wieder. Ich bin bei der nächsten Atlas-Schnittstelle angekommen. Immer schön gejumpt. Jeweils einmal kurz auf dem Planeten gewesen. Da gibt es wieder diese Datensequenz. Die nächste. Ja. Und das ist Atlas-Sequenz 6 von 16.
Und der Atlas hat ja noch 16 Minuten zu leben gehabt. Und ich bin mir nicht sicher, ob jetzt gerade jede Sequenz sozusagen eine Minute rum ist. Also mit jedem Sprung, den ich mache, quasi eine Minute rum ist. Und ich relativ bald, nämlich nach genau 10 Sprüngen, die Zeit um ist. Und was dann passiert, weiß ich nicht. Ganz ehrlich, werden wir dann mal gucken. Ja. Aber auf jeden Fall hier der nächste Atlas. Und wir gehen jetzt einfach mal hier runter. So. Das ist wieder so einer. Ja. Fotomodus. Ja, ich will mal den Fotomodus erwischen. Wenn der so... auch nicht so ganz. Genau, diese Spikes will ich erwischen. Warte mal kurz. Mal gucken, ob ich es hinkriege. Mist. War das weg? Nee. Das ist ja kompliziert hier. Nee. Boah. Da war es gerade. Oh, das könnte eine Weile dauern. Naja, so ein bisschen noch. Da kann man rausgucken, auch nicht schlecht. Ich guck mal, komme ich hier hoch? Ich will gerade mal gucken, ob ich ein Foto ohne irgendwas hinkriege. So. Gut, hat sich zwar gleich 2 Screenshots gemacht, aber na gut, egal. So, Atlas-Schnittstelle. Mal gucken. Nichts verstanden. Ich tu nicht verstehen. Das Erkunden Willens wirkt nun wie ein alberner Einfall. Ich habe den Weg des Wanderers abgelehnt. Ich habe den Ruf der Sterne abgewiesen. Nur der Atlas ist jetzt noch wichtig. Nach jedem Treffen glaube ich, etwas mehr zu verstehen. Wir alle sind, was wir sind. Das Böse lässt sich im Individuum nieder und die Güte reicht nie aus. Die wahre Größe liegt im Leid, in der Akzeptanz dessen, was wir werden müssen. Okay. Es hat nie an einer Wahl ist diese gegeben. Ich mache weiter. Wir machen weiter. Für immer, immer und ewig auf der Suche. Ein neues Produktrezept gelernt. Okay. Also ganz richtig. Also ganz klar, warum man diese Atlas-Sequenzen jetzt macht, ist, also diese Atlas-Schnittstellen suchen muss und wie viel ich schon habe und wie viel ich brauche, weiß ich ehrlich gesagt nicht, ja. Also es gibt so Sachen, die sind mir einfach unklar. Und, ja. So ist das, Leute. Also, was ich jetzt hier noch machen werde, ich werde einmal kurz gucken, auf irgendeinem Planeten landen einmal, dass wir auch wirklich was entdeckt haben, ja. Unbekannter Planet, so. Nuklearer Planet, auch schön. Was haben wir da hinten für einen Planeten? Hinter der Atlas-Schnittstelle. Mal kurz gucken, der sieht doch viel freundlicher aus, oder? Zudem ist da auch die Raumstation. Also ich war immer bis jetzt auf der Raumstation, habe immer so einen Planeten entdeckt. Beziehungsweise in einem System habe ich tatsächlich keine Raumstation gefunden. Entweder die war so irgendwie hinter einem Planeten versteckt, oder es gab keine. Es war ganz merkwürdig. Da gab es auch nur 2 irgendwie wirklich nichtssagende Planeten. Aber mal gucken. Ja, und dann melde ich mich wieder, wenn ich denke mal, bei der nächsten Atlas-Schnittstelle bin. Ich glaube, ich brauche noch ein bisschen Hyperraum-Zeugs dafür. Das ist immer schön, wenn man Hyperraum-Treibstoff braucht. Mal gucken. Aber meistens findet man, also sowas findet man meistens auf allen Planeten irgendwie noch. Das ist ganz interessant, dafür haben sie gesorgt. So, dann steigt man noch aus, dann könnt ihr euch kurz noch den Planeten angucken. Ja. Die sehen eigentlich ganz nett aus. Drückender Dunst, auch schön. E-Ford wie der 18? Ja. Also 35 Grad ist okay. Ja. Komm, scan mal bitte. Ach. Der scannt dann irgendwas, aber nicht das Tier. Das ist ganz lustig, ja? So. Nein, ich will das Tier scannen. Ich will das Tier scannen. Ja, okay. Ich werde hier nämlich ein bisschen umschauen, werde ein bisschen scannen, werde ein bisschen sammeln. Da drüben läuft auch noch irgendwas rum. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis bald. Also bis ich weitermache hier in der Folge. Jetzt nicht hier bis zur nächsten Folge. Hoffe ich.
So, Leute, da geht's weiter. Nächstes Sonnensystem, nächstes System und die nächste Atlas-Schnittstelle. Diesmal tatsächlich war das Ding tatsächlich nur einen Sprung entfernt. Das war ganz cool. So, da werden wir also jetzt wieder hindüsen hier. Außerdem dürfte wieder dieses, genau, die Sequenz erhalten, Quelle unbekannt. So, aber erstmal hier nächste Atlas-Schnittstelle. Atlas-Sequenz 7 von 16 haben wir jetzt schon. Wird immer spannender. Ich denke, ich werde nach dieser Atlas-Schnittstelle dann auch mit dieser Folge erstmal Schluss machen. Die sieht auch wieder so aus. Okay. Erstmal Schluss machen mit dieser Aufnahme und dann eine neue Folge starten. Ich glaube, die wird sonst irgendwann zu lang. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viele Atlas-Schnittstellen überhaupt noch kommen. Also irgendwann, so denke ich mir zumindest, dass es irgendwann da mal ein Ende gibt und die irgendwann mal sozusagen, ich hoffe, dass ich irgendwann mal genügend abgeklappert habe und dann irgendwas passiert und ich nicht in alle Ewigkeiten da jetzt Atlas-Schnittstellen abklappere. Mal gucken. So, was man einmal gelernt hat, kann man nicht mehr vergessen. Ich fürchte, ich habe zu viel gesehen. Ja, okay. Ich herrsche flüchtig Blicke auf die Zeit vor der Zeit. Ich sehe die Geburt des ersten Sterns. Ich sehe die Dinge, die in ihm gewohnt haben. Die Augen, die alles beobachteten. Ich sehe, was der Atlas im Moment seiner Aktivierung sah. Atlassteine sind keine Steine. Diese Station ist keine Station. Ich bin nicht, was ich zu sein glaube. Ich bin mir nicht einmal sicher, dass ich existiere. Dem Atlas ist das egal. Der Atlas verlangt nach seinem Klargelegt einer erhabenen Wiederholung. Unterwerfen. So, ich lege meine Angst ab und nehme den Weg wieder auf. Die Reise ist das Einzige, was zählt. Die Bestimmung ruft nach mir. Zustandsphase. Okay, wieder was gelernt. Das wird hier immer verrückter hier, was ich lerne. Die Produktrezepte. Okay. So, gut. Ich würde sagen, das war die nächste Atlas-Schnittstelle. Irgendwann muss ich doch hier mal was erreichen. Also, pff, ja, okay, ich weiß es nicht. So, ja, fliegen wir mal wieder los. Also, wie gesagt, ich versuche gerade diese Atlas-Schnittstellen Hauptquest, Primärquest zu machen. Ich weiß nicht so genau, was da noch kommt. Ja, wir gucken jetzt auf jeden Fall mal hier Planeten und Raumstationen immer jeweils einer weiß glühender. Ich weiß nicht, ob Weißglühen so gut ist zu besuchen. Ist der Mond? Schädlich. Okay. Egal. So. Ich mache jetzt Schluss. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bin mal gespannt, was passiert und was kommt und worauf ich mich hier einlasse und was jetzt also quasi tatsächlich kommt, auch wenn diese Atlas-Sequenz irgendwann abläuft. Ich meine, da habe ich jetzt noch 9, aber ich weiß es nicht so genau. Ich weiß es wirklich nicht. Mal schauen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Bis dann.